Ja, moin, Chef. Jo. Ach, ja, ich bin überpünktlich. Richtig überpünktlich bin ich. Nee, mehr als überpünktlich. Ich setze mich sofort hin. Ja, ja, ich komm. Wie? Noch einen Kaffee trinken? Ja, okay, Kaffee steht da. Ja, ja, ist okay. Okay, Chef. Ne, sprechen wir nachher ab. So, heute bin ich überpünktlich. Ja? Kein Ärger bekommen. Was, ich soll... Ja, ich beeile mich auch. Kein Problem. Ich trinke jetzt noch kurz ein Schlückchen, dann fahre ich sofort los. So. Ah. Hallo. Ah, kurz mal die Hose richtig machen. Ah, so. So, Kaffee ist eh leer. Ja, auch schon kalt. Ach Gott. Gut, Chef. Dann wollen wir mal. Ich muss meinem Chef unbedingt... Oh, ich muss. Ich muss meinem Chef unbedingt sagen, dass er sich mal darum kümmern soll, meine Fernbedienung zu holen hier. So, alles richtig. Komm, setzen wir uns erstmal auf den Führerstand. Ach, so. Okay. Da würde ich sagen... Nicht lang schnacken. Erstmal sofort hier überall Lichter machen. Ja, ist zwar helllichter Tag. Aber man fährt trotzdem mit Licht. Trotzdem. So. Alles okay soweit. Jo. Tür zu machen. Okay. Warmlenkmotor ausschalten. Geschwindigkeit muss ich erstmal wieder hier gucken. Nee. Auch nicht. Wie war das denn nochmal hier? Wie wird das denn nochmal? Da, Vorsicht halt. Achso, Left, Alt und P. Alt und P. Hallo? So, jetzt geht's los. Es geht wieder los. So, meine Lieben. Da stehen schon die ersten Gäste. Ja. Ja. Kann jetzt aber keiner was sagen. Ich bin überpünktlich, meine Lieben. Ich bin mehr als überpünktlich. So. Stiftgasse. Moin. Hallo. Können Sie mir eine Fahrkarte verkaufen? Eine Fahrkarte verkaufen? Was willst du denn? So, du willst eine Einzelfahrt normal. Normal Einzelfahrt. 2,20 Euro bitte. Ach, ihr mit eurem verfickten Scheiß Dingsbums da. Okay. Wie geht das nochmal? Muss ich irgendwas nochmal machen? Hä? Wie war das denn nochmal? Scheiße! Wie konnte ich mal das Geld denn nochmal wegmachen da? What the fuck? Ne, warte mal. 2 Euro. Danke. Ich muss Scheiß drauf. Okay, einmal Senior Einzelfahrt. So. 1,40 Euro. Hier mit eurem Geld. Ach Gott. Okay. So. Bitteschön. Danke, mein Lieber. Nächster, komm rein. Hm? Keiner mehr? Oh, ne. Lass nochmal. So, erstmal wieder lernen. Okay, Türen gehen zu. So, mal den Notarzt vorbeigelassen. Gott, ich hatte die ganze Zeit, was ist denn da für ein Notarzt? Ist ja irgendeiner umgekippt hier auf meiner Strecke. St. Pauluskirche. St. Pauluskirche. Dachte ich echt so, das wäre jetzt... Okay, einer möchte raus da. Ja, würde ich auch verstehen, ne? So, da sind wir. Nein, Alter! Oh mein Gott. Bötestraße West. Tschüss! Jo, Manns, gut wieder. Bis zum nächsten Mal. Ich brauche bitte ein paar Fahrkarten. Ein paar? Okay. Okay, dreimal Schüler. Schüler habe ich nicht, ich habe nur Student. Was machen wir jetzt? Hä? Okay. Dreimal Schülerpreis, 4,40 Euro, Einzelfahrt. Einmal drucken. 5 Euro, da gibt es 80 Cent wieder zurück. 80 Cent.
Bitteschön. Danke, mein Lieber. Danke, mein Lieber. Hier wird man ja sogar schon beim Busfahren schon angemacht, ey. Alter Vater, ey. Hätte ich nicht gedacht. Ah gut, muss auch sagen, mit meinem Hemd. Ja, das sieht doch, ist auch alles. Also ich bin auch so eine Führungsperson, ja, hier im Bus. Ja, die mögen mich. Die mögen mich alle, die Leute. Und klar muss man dann nett sein zu denen. Ja? Oh. Ich muss auf die Straße konzentrieren. Hallo Trainer. Ich kann heute nicht zum Training kommen. Ich bin ausgerutscht. Es tut etwas weh. Anscheinend ja. Wird es schnell verheilen. Blaue Rase. Der schwänzt doch nur. Tschüss. Komm rein. Ich brauche nur eine Fahrkarte. Eine normale Einzelfahrt. 22. Könnt ihr dich mit Kleingeld mal bezahlen? Mann! Danke. Einen schönen Tag. Ja, Ihnen auch. Oh, weiter geht's. Gott. Aber wie gesagt, der kleine Junge, der gerade hat, oder das Mädchen. Also Weißenstraße. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Ups. Die Lenkung. Ja, ich fahre wieder den alten Bus, den Anfangsbus, weil den muss ich ganz ehrlich sagen. Oh. Uff. Okay, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Ah, ist ja cool. Entschuldigung. Okay, erst wieder. Die Zeit ist abgelaufen. Perfektes Timing, perfekte Haltposition. Bis zum nächsten Mal. So, alle raus. Ich glaube schon. Okay. Dann fahren wir mal hier weiter. Wir müssen ja drehen. Wir machen ja auch eine Hin-Rücktour, muss ich ja noch fahren. Ja. Ah. Nächster Halt, Meisenstraße. Ist ja eh alles ruhig. Komisch. Ist ja eh keiner mehr im Bus. Straße. Hallo! Ich glaube, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Okay, zweimal Schüler... Nein, entfernen. Guck mal, zwei Schüler. Zwei Schüler! Das mögen... Bitteschön. Danke, mein Lieber. Bitte! Oh, die macht... Alter, die Brüste. Hey, Schätzelein. Alles gut? Hoffe ich. Okay. So. Oh, fuck. Mann, ich schon wieder. Jetzt muss ich wieder aufstehen hier aus dem Kassierer-Dingsbums da. Tür klemmt. Verriegeln. Hinsetzen. So. Und los geht's. Vorsichtig! Jo, danke! Mann, 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 ey. Heute ist aber auch nur Stress hier. Nur Stress. Nächster Halt. Ja, Gott. Was ist los? Geht zum Spieleladen. Kannst du mir was empfehlen? Bus-Simulator 2016? Probier's aus. Nice! Kannst du mir ein Spiel empfehlen? Der Bus-Simulator 2016! Oh. Mein Gott. Hab ich früher auch gerne gespielt, muss ich sagen. Aber ich fahr lieber richtig Bus. Gott. Das war halt so ein kleiner Schnuckel, war das. Dann mir komm, gib mir mal noch einen Euro. Nächster Halt. St. Pauluskirche. Komm, lauf. Lauf, Ömmerchen. Kein Diet! Nu! Hey, etwas zusammen unternehmen? Klar, das klingt gut. Wann? Oh, wie wäre es jetzt gleich? Oh, ich kann gerade nicht. Ich hab zu tun.
Das ist hier kein Puff! Meine Güte, verabredet woanders zum Sex. Gott. Nee. Hör mal, hast du Zeit? Nee, jetzt gerade nicht. What the fuck, ey. Mann. Das ist hier kein schweinischer Bus oder sowas. Lieber Scholli, ey. Wenn ich das erstmal wieder meinem Chef erzähle, dass hier mein Buff hier schon Verabredung zum Ficken gemacht werden hier. Ey, dann. Ich muss jetzt nach Hause. Auf mich wartet jede Menge Arbeit. St. Pauluskirche. Kommen Sie rein. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Schüler. Ach man, ihr mit eurem verfickten Scheiß-Dingsbums. Danke, mein Lieber. Bitte, mein Lieber. Gott, was ist das hier? Sind wir in Köln? Sind wir nicht in Köln hier? Nichts gegen Köln, ne? Die Stadt mag ich. Ne? Finde ich geil. Aber... Tja! Nichts gegen Schwule. Nächster Halt. Stiftgasse. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Alter Pfann. Ist schon wieder ein Krankenwagen. Sammelt er irgendwie die Gäste ein hinter mir oder so? Okay, fährt weiter. Nochmal Glück gehabt. Oh Gott, ist das heute wieder stressig. Der Tag. Aber so ist das halt. So. Ach, und wir sind zu Hause. Endlich, mein Gott. Nein, Licht aus. Jetzt ganz ausgemacht. Oh, meine Abrechnung. Sieh nur, wie du gewachsen bist. In den Nachrichten hieß es, du hast dich so geschickt angestellt, dass die Stadtverwaltung dir jetzt Zugang zum Wohnbezirk gibt. Wenn du so weitermachst, erhältst du bald Zugang zum modernen Bezirk. Da gibt es viele Grünflächen. Aber jetzt kommt der schwierige Teil. Du musst ein Busliniennetzwerk in den Vorstadt- und Wohnbezirken aufbauen, damit die Öffentlichkeit zufrieden bleibt. Ich mache hier voll Minus. Und er sagt zu mir, die sind so zufrieden mit dir. Okay. Öffentlicher Personalverkehr, das wird deine bisher größte Herausforderung. Du musst einen öffentlichen Verkehrsbezirk aufbauen und dafür sorgen, dass Passagiere zufrieden bleiben. Ja klar. Besitze eine Strecke mit mindestens 2 Haltestellen in jedem freigeschalteten Bezirk und befahre sie mindestens ein einziges Mal. Erreiche eine von 7 Bezirken. Okay. Streckenkoordinator. Das muss man mal wegmachen, das stört jetzt gerade hier. Jetzt kann ich hier noch hinfahren. Oh, nice. Ja, dann mache ich mal natürlich eine neue Strecke erstellen, oder? Machen wir am besten von der
Stiftsgasse, meine erste Haltestelle, meine zweite Haltestelle, dritte Haltestelle, vierte Haltestelle, fünfte Haltestelle, sechste Haltestelle, siebte Haltestelle, achte Haltestelle. Das war's. Speichern. Mit dem Bus natürlich. Nee, ich will jetzt nicht fahren. Okay. So, meine dritte Fahrt. Das war die Dingsbums, das war die. So, jetzt muss ich mal kurz hier meine... Ebene Grünwald. Ich möchte dich gerne auf... Ach so, warte mal, nee. Du gehst mal kurz weg. Du fährst die Martinsstraße, ganz normal. Ja. Steht jetzt neben mir. Du fährst, wie gesagt, die erste. Und die fahre ich selber. Aber beim nächsten Mal. Cool, Alter. Guck mal, Alter, wie weit geht das denn noch? Muss man hier auch durchfahren? Ne, hier sind keine Haltestellen. Okay, dann kommt noch hier die Industry District noch dazu irgendwann. Dann hier noch so moderne District. Aber erstmal haben wir jetzt hier den anderen District, den Stadt-District, ja. Nice Sache. Aber wie gesagt, wir fahren ja zwei Haltestellen, drei sogar. Fahren wir da lang. Also dürfte da nichts passieren. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ja. Ich würde sagen, ich hau ab. Feierabend. Ja. Vielleicht seid ihr beim nächsten Mal ja wieder meine Gäste. Haut rein. Tschüss.